Auch von mir, hallo, willkommen. Ich finde es total cool, wie viele Leute gekommen sind, also echt mega. Wie Jenny schon gesagt hat, wollen wir euch heute ein paar Insights aus dem Story-Team hier bei Seibert Media schildern, das da heißt Nachhaltigkeit bei Seibert Media irgendwie ganz offensichtlich. Ich bin Diana und das neben mir ist Nils und ich bin total happy, dass er da neben mir steht, damit ich hier nicht alleine rumpampeln muss. Und ich bin Designerin bei Seibert Media, auch schon ein bisschen länger und im Marketing-Team beheimatet. Und Nils ist im Team Rocket und ist Entwickler und die kümmern sich um eins unserer Softwareprodukte. Genau. Und ich muss ein bisschen spicken ab und zu. Ja, wir sind ja nicht nur Entwickler und Designer, in uns schlägt zumindest bei mir und Nils auch ein großes Nachhaltigkeitsherz und ich bin total happy, das auch immer mehr hier bei Seibert Media ausleben zu dürfen. Und vielleicht nochmal die obligatorische Frage in die Runde, wer kennt Seibert Media denn, weiß, was wir hier so machen, vielleicht auch schon mal im Bällebad hier ein Bad genommen. Ja, so ein paar Hände gehen hoch, ja, ein paar Mitarbeiter heben auch die Hände, schön. Okay, für alle die, die gar keine Ahnung haben, wer wir sind, was wir machen, haben wir nochmal kurz hier den Martin zitiert. Seibert Media ist Zusammenarbeit in Teams mit Software und das bringt es ziemlich auf den Punkt, würde ich sagen, dass das, was wir auch täglich machen und das, was wir auch täglich anderen verkaufen, beziehungsweise unseren Kunden verkaufen. Ich würde nochmal so eine emotionale Ebene damit draufpacken, indem ich sage, für mich ist es, na klar, ein Arbeitsplatz, aber auch einer, an dem ich aktiv am Unternehmen mitgestalten kann, wenn ich das will. Und das finde ich halt irgendwie einen sehr, sehr großen Mehrwert, weil ich arbeite nicht nur hier, ich verbringe einfach sehr, sehr viel Zeit hier und deswegen ist das für mich auch ziemlich wichtig. Wie das aussieht, kann man am besten in unserem Intranet sehen. Wir haben schon mal hier einen Screenshot hingepackt. Das ist nur die Startseite. Man sieht hier einen Microblog, da wird immer viel gequasselt. Also wenn es Kuchen in der Teeküche gibt, dann findet man das da. Also von daher ist es einer der wichtigsten Kanäle der Microblogs. So ein bisschen wie ein Twitter, wie so ein hausinterner Twitter. Oder, keine Ahnung, sind Kunden zu Besuch, man kriegt da einfach viel mit. Ansonsten gibt es noch einen Blog da auf der Seite, also einen internen Blog. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter anfangen, dann kriegen das auch jeder mit. Da wir jetzt ja nicht nur hier einen Standort haben, sondern auch noch zwei andere in der Stadt, wird es immer wichtiger, auch irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Wir fangen so neu bei uns an. Aber warum erzähle ich euch das überhaupt? Also ich will euch jetzt ja kein Intranet verkaufen, sondern es geht mir darum zu sagen, wir alle schreiben hier tagtäglich rein. Also wir haben da gar keine Scheu oder irgendwelche Schranken. Wir können einfach Dinge posten, einfach hinausschreien, quasi in die Mitarbeiterschaft und es kommt auch meistens was zurück und es wird selten was beschränkt. Also auch wenn wir im Wiki, wie wir es nennen, arbeiten, legen wir eine Seite an, es wird viel dokumentiert, es ist einfach so unser Herzstück, wie wir zusammen arbeiten. Und die erste, wenn irgendwie Fragen kommen von neuen Mitarbeitern, hier, sag mal, wie kann ich denn das und das machen, oder finde ich denn das und das, dann sagen wir meistens, jo, so und so geht's, aber steht auch im Wiki, also guck einfach rein. Also das ist so die Kultur, die wir hier leben. Genau. Ansonsten, wie organisieren wir uns? Weil wir, das ist jetzt so, wie wir im Kleinen zusammen mit dem Tool arbeiten, aber wie ist denn so die Organisation? Das würde ich jetzt der Nils erzählen. Also, jeder kann sozusagen da schreiben, jeder kann alles sehen, jeder hat Infos für alles. Wir haben jetzt mal hier ganz grob nur kurz aufgemalt, wie wir agieren hier als agile Organisation. Die Teams sind dezentral organisiert, handeln sehr autark, handeln eigenverantwortlich. Sie orientieren sich an gemeinsam definierten Werten und Richtlinien. Und wie Diana es ja eben schon sagte, mit dem Microblog als Beispiel oder mit unserer Wiki-Startseite, Transparenz und Partizipation ist eben etwas ganz Elementares bei uns. Um jetzt das Ganze zusammenzuhalten und das Unternehmen auch weiterzuentwickeln, hat sich bei uns auch ein Prozess, der Agile Org genannt wird, entwickelt. Und innerhalb dieses Prozesses kann jeder eben daran teilnehmen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und tja, genau aus diesem Grunde oder durch diesen Prozess hat sich eben jetzt auch das Story-Team entwickelt.
das Nachhaltigkeitsteam, Storyteam deswegen. Bei uns wird das als Jira Story abgebildet. Und ja, da haben sich jetzt praktisch dann ein Haufen von Leuten gefunden, die Interesse daran haben, das Thema Nachhaltigkeit bei uns vorwärts zu bringen, weiterzubringen. Aktuell ist es ein Kern von 6 bis 7 Mitarbeitern. Die Story hat sich im Oktober letzten Jahres entwickelt, beziehungsweise ist dort gestartet worden. Wir versuchen uns regelmäßig zu treffen, haben jetzt mal monatlich hier geschrieben. Manchmal sind es 4 Wochen, manchmal 6 Wochen. Dadurch, dass wir eben aus unterschiedlichen Teams bestehen, ist es manchmal auch nicht so ganz einfach, alle dann zeitnah zusammenzubringen. Ja, was heißt das genau? Also was heißt Nachhaltigkeit voranbringen bei uns? Wir wollten erstmal einen Überblick schaffen über all die ganzen Aktivitäten, die bereits im Unternehmen laufen. Es ist nicht so, dass wir sozusagen jetzt mit diesem Start der Story überhaupt das Thema erst angegangen sind, sondern wir haben in den vergangenen Jahren vieles an Aktivitäten bereits gehabt. Und unsere Aufgabe sahen wir im Rahmen dieser Story, diese ganzen Aktivitäten transparent zu machen, irgendwo zu sammeln, auf einer Seite zum Beispiel eben allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, aber eben auch für uns ein Gefühl zu entwickeln, wie nachhaltig sind wir oder was heißt das eigentlich für uns? Was ist Nachhaltigkeit für uns und was bedeutet das? Also ab wann sind wir nachhaltig? Genau, also mit der Frage sind wir aus dem Storyteam gestartet und ich wollte gerade mal so ein paar Dinge aus der, wie hat es in der Praxis ausgesehen, so zeige ich euch jetzt mal. Das war so das erste Ergebnis von unserem ersten Treffen. Das sieht genauso aus, wie unsere ersten Treffen immer aussehen. Man trifft sich, schließt sich in den Raum und schreibt wild Klebezettel. Das heißt, jeder, der dabei war aus dem Storyteam, hatte ja auch schon konkrete Ideen im Kopf. Wir haben die gesammelt, aber wie Nils eben ja schon gesagt hat, wir haben nicht von null an gestartet. Da gab es ja auch schon ganz viele andere Ideen draußen. Bei einem Hackathon gab es auch mal das Thema Nachhaltigkeit. Da wurde auch schon viel gesammelt. Zwischendurch gingen noch andere Themen, konkretere rum. Urban Gardening ist so eins der Themen, was wir auf der Dachterrasse schon lange betreiben, ohne dass es uns einfach gibt. Und das haben wir gesammelt. Und jetzt wird's messy. Das ist die Tabelle, die dann entstanden ist. Also ganz viele Ideen, oben schon im Doing. Oder es ist da übrigens unten? Absicht, dass ihr nichts lesen könnt. Genau, es ist Absicht, dass ihr nichts lesen könnt. Ich wollte nur mal zeigen, dass es einfach viel Potenzial da war. Einiges wird schon gemacht, einige Dinge sind auch schon auf dem Weg, aber da ist man noch nicht zufrieden. Und es ging uns erstmal darum, okay, lose Enden verknüpfen, wir sammeln erstmal, gucken, was so für Ideen im Raum schweben. Und in der Zwischenzeit ist uns die Gemeinwohlmatrix irgendwie über den Weg gelaufen. Die fanden wir dann auch irgendwie ganz cool. Deswegen haben wir alle Themen da auch noch mal reingepackt. Gemeinwohlmatrix, oder da haben wir ja später auch noch mal was dazu. Aber wir fanden die Werte total cool von der Gemeinwohlökonomie und auch die Matrix an sich, wie sie gestaltet ist, als ein ganz gutes Werkzeug, einfach mal so als Arbeitsmedium mal zu benutzen und auf diesen Status quo, den wir da jetzt identifiziert haben, mal angewandt. Das sind jetzt aber alles sehr, sehr Arbeitszeiten, das ist halt für uns. Aber es ging ja auch, wie Nils eben gesagt hat, um Transparenz und wie tragen wir das an alle Mitarbeiter im Unternehmen ran. Und klar passiert das natürlich auch im Wiki. Ich klicke da jetzt auch einfach mal rauf, beziehungsweise ich habe schon einen Tab auf. Das ist das Erste, was so entstanden ist. Wir müssen es noch ein bisschen mehr promoten, weil wie viele Dinge, wenn man es das erste Mal im Microblog postet bei uns, sieht es nicht jeder. Man muss es ein paar Monate später noch mal posten. Aber auf jeden Fall wir haben uns einen Space im Wiki eingerichtet und haben da mal veröffentlicht, quasi ein bisschen anschaulicher, welche Ideen so hier im Raum stehen. Ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen langsam durch. Da ist zum Beispiel auch, sind auch Events wie dieses hier irgendwie. Oder wir hatten mal einen Filmabend, da haben wir uns Tomorrow angeguckt. Eine coole Doku, by the way. Und das haben wir da auch als Event aufgeführt. Ich weiß nicht, ob es jeder Mitarbeiter weiß, dass wir 100% Ökostrom für unsere ganzen Büros beziehen, also in all unseren Büros. Dann ist zum Beispiel noch, Jobticket ist auch ein ganz großer Punkt, wo ich irgendwie total happy bin, das nutzen zu können. Ich komme immer aus Mainz, klar, ich fahre eigentlich so gut wie es geht immer mit dem Rad, aber
wenn es dann mal glatt ist und dunkel, dann lieber nicht. Deswegen ist es ganz cool, auch ein Jobticket zu haben. Und ich habe auch von dem einen oder anderen Mitarbeiter schon gehört, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, die ihr Auto abgegeben haben oder zumindest mal ihr Zweitauto. Und das ist schon was, was einfach da läuft und total cool ist. Und jeder Mitarbeiter muss auch nur 11,50 zahlen, weil da auch Cybert Media noch mal ein bisschen was drauflegt. Was gibt's hier noch alles Schönes? Ich muss mal auf meinen Spicker wieder gucken. Ah, Biomüll. Ja, da waren wir noch ein bisschen unzufrieden aktuell. Deswegen, Mülltrennung ist auch so ein bisschen ein Thema. Wir sind gerade hier in dem Gebäude sehr ans Center Management gebunden, an die Infrastruktur. Deswegen können wir hier im Gebäude noch keinen Biomüll nutzen, aber in den Standorten in der Adolfstraße, da funktioniert das schon. Aber Anna, wie hier steht, ist weiter dran, um das weiter voranzuführen. Also es sind Dinge am Laufen, auch wenn sie noch nicht zufriedenstellend sind. Wir sind auf dem Weg und versuchen weiter dran zu bleiben. Genau, zuletzt hatte ich eine Leihen- und Verleihen-Seite auch im Wiki angelegt, wo es mir darum ging, manche Dinge, die ich zu Hause habe, brauche ich nur einmal im Jahr oder im Leben. Und der Rest der Zeit liegt es auf dem Speicher rum oder im Keller und habe gesagt, so, oh, ich habe doch eine Community hier, wir arbeiten noch mit ganz vielen Leuten zusammen und ich würde jedem meine Stichsäge ausleihen. Und wenn das jetzt jemand möchte, kann er das machen. Ich habe auch schon gesehen, es gibt hier einen Dampfstrahlreiniger und habe schon gedacht, so, den könnte ich mir direkt mal irgendwie ausleihen demnächst. Genau, das sind so sehr, sehr praktische Dinge, die entstehen, charmante Dinge, wo man einfach irgendwie alle mitnehmen kann, die einfach direkt auch einen positiven Eindruck hinterlassen und wo keiner eigentlich sagen kann, finde ich total dämlich, dass ihr das macht. Genau. Ich gehe nochmal zurück. Ja, Events ist auch ein großer Punkt. Also beim Stadtrat haben wir mitgemacht. Eine Kleidertauschparty hatten wir auch schon mal. Zwar nicht öffentlich, nur für Mitarbeiter, aber vielleicht findet die nächste auch öffentlich statt. Dann seid ihr auch alle eingeladen. Charity Walk und Run machen wir auch schon seit einigen Jahren mit. Genau, Urban Garden habe ich schon erwähnt. Filmabend auch. Ja, also ich könnte jetzt noch ewig weitererzählen und ein paar Punkte tiefer reingehen. Falls ihr da Fragen zu habt, kommt gerne später auf mich oder Nils oder auf eine, auf Lara oder Chris zu. Genau. Dann können wir das nochmal vertiefen. Ja, ewig, genau. Ewig weitererzählen. Mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ziemlich viel. Und wir haben uns auch recht Mühe gegeben, das alles quasi aufzudecken aus den ganzen Tiefen des Wikis auszugraben. Manches war promoted, manche Sachen sind unterm Radar geflogen. Aber ist das denn jetzt schon nachhaltig? Ist das jetzt etwas, wie stehen wir damit im Vergleich anderen gegenüber? Also wir wissen jetzt, was wir machen, aber so eine Art Messlatte, die hat uns gefehlt. Und dann sind wir eben parallel auch über so Sachen gestolpert wie DNK, also Deutscher Nachhaltigkeitskodex, da unten unter Selbstverpflichtung, Zertifizierung aufgeführt. Ökoprofit, Gemeinwohlökonomie, hatten wir die Matrix schon erwähnt, die wir eben schon als Werkzeug benutzt haben. Und haben da eben auch schon Gespräche geführt mit manch Anwesenden hier. Sehr sympathisch, also und auch sehr, ja, motivierend das Ganze. Nur alles kann man auch nicht gleichzeitig machen, leider. Wir haben uns jetzt aktuell zum Beispiel für Ökoprofit entschieden, dass wir sowas angehen. Das ist eben eine Art der Zusammenarbeit, der kommunalen Arbeit hier mit den örtlichen Firmen. Und ja, wir sind mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also es ist noch nicht losgegangen. Im Mai geht's los. Wird im Mai losgehen. Und ich bin ja auch. Ich habe noch keine Ahnung, was passieren wird, aber ich hoffe, dass, dass ich bald schlau werde und wir das Ganze bald starten können. Ja. Genau, also das alles unter diesem Mantel der Messbarkeit, beziehungsweise, ne, um vielleicht so ein bisschen auf die Frage zu antworten, was ist Nachhaltigkeit und das eben dann auch beantwortet zu bekommen, so als übergreifenden Index. Ja, genau. Als Fazit kann man dazu eigentlich nur sagen, also bei uns jetzt getriggert durch unsere Agile.org quasi, allerdings steht und fällt das Ganze eben mit motivierten Mitarbeitern, sage ich mal, und bin da sehr froh, dass wir da einige haben, die in der Richtung sehr motiviert sind. Es macht einfach Spaß, da zusammen zu arbeiten, und wenn man hier etwas sagen möchte, dann einfach mal machen, einfach mal Leute greifen, die Spaß dran haben und sich hinsetzen und da versuchen,
ja, vorwärts zu kommen. Genau, also alles fängt mal klein an und manche Sachen macht man auch schon, von mir auch irgendwie, es ist eine Reise und irgendwie ist ja cool, wenn man die einfach mal beginnt und eine Reise macht man am liebsten ja mit ein paar mehr und unterwegs findet man noch andere und es ist ja auch so ein bisschen Entdecken. Deswegen ist die Frage natürlich auch nie beantwortet, wann ist man nachhaltig? Ich glaube, das ist einfach ein Weg und ich finde es cool, den mit begleiten zu können und ja. Ich freue mich zu hören, was ihr dazu so später zu sagen habt. Vielen Dank. Genau, jetzt wieder an. Super. Dann danke euch erstmal. Ich habe jetzt gerade noch gedacht, für die, die es noch nicht können, kennen, vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was ÖkoProfit ist, was im Mai bei uns startet. Ja, wofür das Akronym in dem Sinne steht, ökologisch, boah, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also was wir da machen. Es ist eine, es sind quasi geleitete Workshops über, ich glaube, 5-6 Tage oder so, wo man mit anderen Firmen zusammen Nachhaltigkeitsthemen bearbeitet. Genau. Also ganz grob gesagt. Genau. Wir haben Berater zur Seite, die kommen ins Büro und bearbeiten mit uns verschiedenste Themen über Mobilität, über vielleicht Finanzen, aber es ist auf jeden Fall angelegt, ökologische Nachhaltigkeit mal zu sichten, Status quo auch da, was deren Messlatten sind, herauszufinden und dann auch gemeinsam in dem Prozess herauszuarbeiten, wo sind Potenziale, wo können wir Hebel setzen, wo sind große Hebel, die man bewegen kann und die sich vielleicht auch hoffentlich einfach hebeln lassen. Genau.